herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Viele Menschen schreiben uns, dass sie durch Gebet Trost und Kraft empfangen. Und genau das ist unser Anliegen, dass Menschen die Kraft Gottes erleben in ihrem Alltag und dass sie Trost und Hoffnung bekommen. Ja, Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich ermutigen. Wir wissen, wir leben in einem Sturm. Dazu gleich mehr. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ja, seit ein paar Monaten ist der Sturm recht heftig, den wir auf dieser Welt haben. Und wir sind da mittendrin und haben Vergleiche unterschiedlich zu Menschen, die Angst haben, die nicht mehr wissen, wo es weitergeht, die nur noch den Moment sehen und auch die keine Aussicht mehr haben. Aber ich möchte sagen, wir Christen, wir sind zwar im gleichen Sturm, aber nicht im gleichen Boot. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, das Boot auszusuchen. Und es gibt Vergnügungsschiffe und wir wissen, wie der Menschheit heutzutage Vergnügung so wichtig ist, dass sie auch Gesetze brechen, dass sie keinen Abstand mehr halten, keine Maske mehr tragen, wo es nötig ist und so weiter. Das Vergnügen und die irdische Freiheit bedeutet diesen Menschen sehr, sehr viel und sie lassen alles andere irgendwo links liegen. Wir leben auch auf dieser Erde, wo wir Masken tragen müssen und sind auch in diesem Boot, wo wir das müssen, weil wir auf dieser Erde leben. Aber das eine Boot hat eigentlich keine Hoffnung und das andere Boot ist ein Rettungsboot. Und wir Christen dürfen wissen, wir sind in Sicherheit, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir haben Herausforderungen, wir haben Schwierigkeiten, auch Schmerzen, selbstverständlich, aber unser Boot wird die Rettung bringen und ist die Rettung. Und du kannst entscheiden, in welchem Boot du sein möchtest. Wenn du sagst, ich bin noch nicht im Rettungsboot, sag einfach, Herr Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte dein Kind sein. Danke, dass du meine Schuld und Sünden vergeben hast. Und steige um in das richtige Boot. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du wunderbar Rettung auf diese Erde gesandt hast, Herr. Herr, dass wir nicht nur auf dieser Erde, Herr, Rettung haben, sondern bis in alle Ewigkeit. Herr, dass es nicht nur ein Leben ist, das 60, 70, 80, 90 Jahre sind, sondern Herr, ich danke dir dafür, dass du für uns ein ewiges Leben bereitet hast. Und Herr, lass uns auch jetzt in dieser Zeit, die oftmals schwierig ist, im rechten Boot sein. Herr, das ans Ziel fährt. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Viele Menschen haben uns ihr Gebetsanliegen zugesandt, unter anderem folgendes. Guten Morgen, liebe Isolde und Daniel. Heute habe ich wieder richtig Angst wegen meiner Schilddrüse, da immer noch Schmerzen und Druck mit Schluckbeschwerden da sind. Bitte betet mit mir, dass unser Gott meine Schilddrüse und die Knoten heilt. Liebe Grüße. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, wir danken dir, dass du diese Person kennst mit diesen Schilddrüsenproblemen. Und ich danke dir, dass du da eingreifst, dass diese Schilddrüse wieder normal funktioniert. Wir danken dir, dass dieser Druck weggeht und dass diese Schmerzen verschwinden. Und wir danken dir einfach für vollkommene Wiederherstellung. Und auch alle Menschen, die irgendwelche Probleme an der Schilddrüse haben. Wir danken dir, dass wir sie mit einschließen dürfen und dass du der Herr bist, der alles wiederherstellt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Einige Menschen schrieben uns wegen finanzieller Schwierigkeiten, unter anderem diese beiden Personen. Hallo, liebes Gebetsteam, danke für euer Gebet. Ich bitte um finanzielle Unterstützung für meinen Sohn und mich. Und dass wir unsere Sucht loswerden. Danke. Und die zweite Person schreibt, beten Sie für uns wegen unserer Finanzen. Danke für das Gebet.
Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Personen kennst und auch all die anderen, die in finanziellen Schwierigkeiten sind, egal aus welchem Grund. Und ich danke dir, dass du die Schleusen des Himmels öffnest und dass du Versorgung freisetzt in diesen Personen und bei diesen Personen. Und ich danke dir, Jesus, dass du ihr Versorger bist, so wie es in deinem Wort geschrieben steht, dass du niemand im Stich lässt, sondern dass du der Versorger bist und dass du eine Lösung für jedes Problem hast. Ich danke dir, dass du eingreifst bei diesen Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten, dass du jeden Mangel ausfüllst. Und ich danke dir aber auch, dass du dieser Sucht begegnest. Und sie schreibt nicht, welche Sucht es ist, aber du weißt es, Jesus. Ja. Und wir danken dir, dass diese Sucht gebrochen ist und entmachtet ist im Namen Jesus. Und wir danken dir, dass diese Personen frei sind von jeder Sucht. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Ein weiteres Gebetsanliegen. Ein Mann schreibt uns Folgendes. Wir möchten für unsere Freundin beten lassen, die einen Tumor in der Schulter hat. Wir beten für eine rasche Heilung und dass unsere Freundin wieder ganz gesund werden kann. Ja, wo überall ein Tumor sein kann, aber Gott weiß es. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du stärker bist, denn all dieser Krebs und Tumor und wie das Zeug alles heißt. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir uns eins machen, Herr, mit diesen Menschen, die auch für diese Freundin beten, dass dieser Tumor weichen muss. In deinem Namen, Jesu. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Herr, fülle dieser Person, Herr, das ganze Wesen, Herr, von Liebe, Herr, lass sie wirklich gefüllt sein, Herr, mit Liebe und dass auch die Liebe alle Krankheit vertreibt, denn du bist vor lauter Liebe, Herr, für den Menschen, für uns ans Kreuz gegangen, Herr. Danke, Herr, auch für Krankheiten. Ich danke dir dafür. Danke für Heilung. Amen. Amen. Eine Frau schreibt für ihren Ehemann: Meinem Mann ging es wieder gut. Nun hat er nachts leichtes Bluten durch die Harnröhre. Danke fürs Beten. Liebe Grüße. Danke, Herr, dass du auch diesem Mann begegnest. Herr, danke, Herr, dass das Bluten aufhört. Herr, und auch die Ursache, Herr, verschwindet in deinem Namen, Jesu. Gebieten wir das und ich danke dir dafür, dass wir auch jetzt für alle beten dürfen, die eine Blase oder Harnröhre, irgendwelche Probleme haben. Herr, ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist. Amen. Amen. Und Menschen schreiben uns über ihre Erlebnisse mit Gott. Und da hat uns eine Frau geschrieben auf WhatsApp: Liebe Isolde und lieber Daniel, ich hatte vor 14 Tagen für mich beten lassen, da ich 2016 an Brustkrebs erkrankt war und hatte am 10.07. MRT. Es war alles okay. Keine Krebszellen sichtbar. Ich danke euch von Herzen. Gott ist so wunderbar. Für ihn gibt es kein Unmöglich. Und eine weitere Gebetserhörung. Auf WhatsApp schreibt jemand: Gebetserhörung. Hallo, liebes Missionswerkteam. Anfang Mai bei der Hesselbad-Konferenz hat Isolde für mich um Heilung von einer schweren Vitamin-C-Allergie gebetet. Kurzfristig wurde es schlimmer. Aber ich blieb im Glauben dran, dass Jesus es vertreibt. Vor kurzem hatte es sich zurückgebildet. Es gab immer weniger neue Blasen. Heute ist es zu 90% verschwunden und der Herr Jesus macht noch den Rest, weil er ganze Arbeit leistet. Vielen Dank und Gottes Segen. Ja, was Jesus begonnen hat, das macht er auch zu Ende. Und noch ein Zeugnis, jemand schreibt uns: Hallo. Ich hatte im März einen Herzinfarkt und bekam 4 Stents. Mir geht es wieder gut. Gott hat mir geholfen. Ich habe das Rauchen aufgehört und Gott hat mir die Kraft gegeben, dass ich es geschafft habe. Ja, Jesus gibt uns die Kraft, auch das zu tun, was an uns liegt. Das ist immer das, was mich begeistert, dass Jesus Hilfe und Heilung hat für alles, nicht nur für Krankheit. Er hilft jemand beim Rauchen aufhören. Er weiß auch dein Anliegen. Und hast du was Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen auf der eingeblendeten WhatsApp-Nummer
oder schick uns einfach ein Filmchen auf dieser WhatsApp-Nummer. Das wäre so wunderbar und wir freuen uns sehr, sehr darüber. Tipp des Tages. Ich habe heute darüber gesprochen, über die zwei Boote, das Vergnügungsboot und auch das Rettungsboot. Mach dir mal nach dieser Sendung ein paar Minuten Gedanken, bist du wirklich im richtigen Boot oder heißt du nur Christ oder nennst du dich nur Christ? Es ist das Wort Christ allein macht noch keinen Unterschied, sondern in welchem Boot bist du unterwegs? Oder wechselst du dauernd das Boot? Mach dir mal darüber Gedanken und unter Umständen steige um in das richtige Boot. Schick uns weiter deine Anliegen oder am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wenn du noch nicht YouTube abonniert hast, dann mach es jetzt. Dann verpasst du keine Sendung und du bekommst immer eine Nachricht, wenn wir eine neue Sendung haben. Auch möchte ich dir heute unser neues Magazin empfehlen. Schau dir's an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir wünschen dir noch einen gesegneten Tag. Alles Gute, der Herr sei mit dir. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.